Servus ihr Keulen, Knochen wieder hier. Heute spiele ich Shop Heroes. Gibt's gratis bei Steam. Ist ja eine kleine Wirtschaftssimulation, würde ich mal sagen. Ich habe schon ein Video gemacht, hatte das aber noch nicht kommentiert, wollte das eigentlich kommentieren. Das war das Anfangsvideo, wo jeder Kram hier einzeln gezeigt wird. Aber jetzt bin ich ohnehin weiter und kann das auch selber zeigen. Ich habe schon echt ein paar Stunden gespielt. Das Spiel macht wirklich süchtig, wenn man sowas diese Art mag. Und ich mag das eigentlich schon. Ich habe das heute Vormittag Kaiser Franz gezeigt, beziehungsweise wie gesagt, hier lad ihr das mal runter, habe ihr das kurz erklärt und habe ihr auch gesagt, das macht süchtig. Ja. Und tatsächlich, sie hat das, ich glaube, 4, 5 Stunden heute gespielt am Stück und meint, sie kann nicht weg. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen Warthunder zocken, haben wir auch später, aber man musste sie erstmal da wegkriegen. Und ich will jetzt gar nicht lange rumschnacken hier. Ich versuche das jetzt mal hier so schnell wie möglich, aber so verständlich wie möglich zu erklären. Also, das hier ist unser Laden. Das ist so das Einzige, auf was man hier sieht, auf der Seite. Man kann hier rein und raus zoomen. Ich habe den schon vergrößert. Der war ursprünglich mal viel, viel kleiner. Da hatte ich nur eine einzige Werkbank. Das klingt so, als wäre das schon alles ewig her. Keine 24 Stunden oder so. Hier oben ist mein Level zu sehen. X2 bedeutet doppelte EP, jetzt weil gerade Wochenende ist. Hier ist die Energie, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Hier ist mein Inventar, hier oben. Hier ist mein Guthaben natürlich in Gold. Das Gold bekomme ich durch die Verkäufe, komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Und hier sind so Steinchen, Rubine und so. Damit kann man bestimmte Sachen halt schneller kaufen oder Sachen reparieren. Ziel ist es eigentlich, Sachen herzustellen. Ich zeige auch mal gleich, wie das geht. Hier, wie ihr seht, wird so Holz angezeigt, das heißt, ich kann hier Holz abholen. Das werde ich jetzt auch machen. Hier blinkt gerade nichts auf, weil hier an der Seite mein Speicher ist voll. Also mehr als 50 geht hier nicht. Und ich zeige mal, wie das geht. Man stellt also Sachen her. Ich habe ja schon alles Mögliche erforscht. Durch das Herstellen von Sachen erforscht man natürlich auch weitere Muster. Die Sachen werden besser. Hier wird es noch in Weiß angezeigt. Wenn man dann halt 6 davon fertig hat, bekommt man mehr Holz dazu oder halt wird aufgewertet, dann wird es nochmal aufgewertet und irgendwann wird es immer besser, dann kommen neue Muster dazu. Und ja, wie man es halt so kennt, man muss natürlich dementsprechend auch, ich zeige das nochmal kurz hier, diese Werkbänke kaufen und die Arbeiter dafür einstellen. Die kosten relativ viel und man muss dazu das Gebäude aufwerten. Das Gebäude kann man, ich zeige das mal kurz hier, kann man hier aufwerten. Laden verbessern wäre das. Das würde hier 23.013 bei mir kosten. Habe ich gerade nicht parat. Man kann dann halt so einen Schrank noch kaufen. Momentan ist hier, wie ihr seht, 16 von 16 Möbelstücke. Ich müsste meinen Laden vergrößern, bevor ich mehr aufbauen kann. Diese Schranke, was ist los, ey? Diese Schränke, Regale und Truhen, davon kann man hier 3 lagern. Man kann auch die selber noch aufwerten, indem man halt auf die Sachen einzeln raufklickt. Hier verbessern, das kann man auch mit den Werkbänken. Dadurch werden Sachen dann schneller hergestellt. Ich wollte mal eben noch was herstellen. So, ich gucke mir jetzt an, was wollen die eigentlich haben hier? Upsala, das ist die Madame hier. So, er will so ein Dolch haben, das ist ein Taschenmesser und die Rüstung kann ich noch gar nicht herstellen. Also gehe ich jetzt auf Dolche, das sind die Messer, die sind schon blau, die bringen aber auch nur 20 Gold. Davon stelle ich mal eins her, dann 2 von denen. Das geht jetzt relativ schnell, weil die auch nicht, ja, das sind halt die ersten Sachen, die man so herstellen kann. Das Messer ist, glaube ich, das allererste, was man überhaupt herstellen kann. So, und kann denen das verkaufen? Ach so, nee, die muss ich erst noch herstellen. Bei manchen Sachen, wie man jetzt hier sieht, bei dem Parierdolch zum Beispiel, brauche ich vorher ein Taschenmesser. Bei dem Langdolch brauche ich vorher ein Messer. So, der will einen Langdolch haben. Den stelle ich ihm eben her. Sie will ein Taschenmesser haben, das habe ich hier gerade hergestellt. Kann es ihr verkaufen und kriegt dafür 37 Gold. So, maximal 3 Personen können sich, also 3 Kunden können sich momentan hier aufhalten. Manche kommen auch rein und wollen einem etwas verkaufen. Das kann man dann auch kaufen. Und seinen eigenen, jetzt kommt es gleich, wir haben noch Helden hier. Den kann man das auch anlegen. Auch den Knüppel habe ich sogar noch. Ich habe ja auch viel in meinem Inventar. Nicht ohnehin fast voll. So, Dolch hergestellt, kann ich ihm verkaufen. So, 93 Gold. Hier kann man seine Arbeiter rekrutieren.
Die werden im Moment nicht weiter aufgewertet, weil ich mein Rathaus, da komme ich auch gleich noch zu, muss ich weiter aufwerten, beziehungsweise die jeweiligen Schmiede und dergleichen, damit diese Herrschaften hier weiter aufsteigen können. So, hier Taschenmesser habe ich auch noch. Also hier kann man halt die Arbeiter rekrutieren. Hier ist halt das ja, Inventar zum Ausbauen und dergleichen. Hier so Sachen wie Teppiche und sowas, das sind alles, ich glaube, reine Style-Items, würde man so sagen. Ablagen. Aha, Energieverkaufswert. Habe ich mich noch gar nicht direkt mit beschäftigt, aber offensichtlich kann man da, ja, noch Helme ablegen und so, hat man halt ein bisschen mehr davon dann. Kann ein bisschen mehr lagern von dem Krempel. Werkbänke kann man auch kaufen. Der Magietisch ist gesperrt, weil ich muss erst die jeweilige Person dazu freischalten. Künstlerwerkbank. Die brauche ich sogar, diese Künstlerwerkbank, aber ich kann ja, wie gesagt, gerade nicht mehr Sachen in mein Inventar packen oder hier Möbelstücke reinpacken. Hier ist der Marktplatz. Da kann ich biete hier gerade was an, und zwar diesen Holzspeer. Allerdings ist es jetzt schon so spät, dass hier gerade keiner mehr was kaufen wird. Ich habe aber heute schon viele Sachen reingestellt und die werden innerhalb von ein paar Minuten bis einer Stunde, waren die alle verkauft. Ich habe jetzt immer nur eine Sache reingestellt, weil ich nicht daran gedacht habe, hier kann ich für Gold, welches man ja durch Verkäufe kriegt und auch durch Questbelohnung, man hat noch so ein paar Erfolge hier und sowas alles, kann ich halt den Platz hinzufügen. Das mache ich auch gleich mal. Dann zeige ich das mal, wie das aussieht. So, anbieten. Wovon habe ich hier viel? Von diesen Eisenkappen zum Beispiel. Oder hier diese Panzerhandschuhe, diese leichten Panzerhandschuhe. Oder diese Schutzhelme. Könnte ich reinstellen. Ich mache das einfach mal. Und ich stelle alle rein. Alle Schutzhelme. 8 Stück habe ich. Als Preis nehmen wir, machen wir mal, 80. 80 für alle wäre das. 70, 60, 50, wie machen wir so 40 erstellen. Und wenn einer verkauft wird, ist halt nur noch 7 davon verfügbar und so weiter und so fort. Ich glaube, das erscheint immer nur als ein Angebot. Wenn er verkauft wird, kommt halt der nächste und dann der nächste und wieder der nächste. So, das war eigentlich das. Oder habe ich irgendwas vergessen hier? Ach ja, mal Startanforderungen. Genau, da kann man von. Ich habe keine Startanforderungen im Moment. Angebote, ja, kann man sich halt die Sachen von den Leuten angucken. Hier kann man auch die einzelnen Kategorien anklicken und dann sieht man halt, was sie hier anbieten. Der will zum Beispiel 5 Edelsteine dafür haben. Könnte ich mir leisten, aber hier steht ja auch das Level 17. Ich habe kein Level 17er, also bringt mir das halt überhaupt nichts. Manche Sachen kann man auch erst kaufen, wenn man hier die Stufe, die eigene Spielstufe dafür hat. Hier sind Anforderungen. Ich habe keines dieser, ich was, 101, was ist? Ich verstehe die Anforderung ehrlich gesagt selber auch nicht. Ich habe auch eine Quest laufen, das ist auch eine Anforderung. Ah, die fordert jemand an, glaube ich, ja, okay, um seine Quest zu erledigen. Gut, habe ich jetzt eh nicht parat. Hier ist halt der Chat. Das ist das, was ich mit Kaiser Franz geschrieben habe, also unser Stadtchat. Hier ist etwas, was ich reinschreiben kann, was immer die Leute sehen, wenn sie einloggen. Hier ist ja der Chat für der Allgemeinchat. Hier deutschsprachig, sehr vielsprachig übrigens. Hier kann man das auch nochmal sehen. Ich habe die Musik ausgemacht. Ich mache sie mal an hier, damit man ein bisschen was davon hört. In dem anderen Video davor hatte ich die Musik an. Also ziemlich viele Sprachen, ja, Englisch, Amerikanisch, Französisch, Deutsch, das ist Spanisch, Portugiesisch, Russisch. Ne, hier ist Portugiesisch, das ist Spanisch. So, hier haben wir noch Italienisch, Türkisch, Russisch, Japanisch und Koreanisch. Das ist relativ viel. Hier kann man noch Spieleinstellungen von hier. Vollbild habe ich gerade nicht an und naja, jedenfalls den ganzen Krempel hier, den man so kennt. Das nächste, was habe ich noch nicht gemacht? Hier sind Errungenschaften, verschiedene Ranglisten und dergleichen. Tägliche Ziele gibt es auch. Habe ich alles schon erfüllt für diesen Tag? Ne, für diesen Tag habe ich das noch nicht. Müsste man jedenfalls erfüllen. Dann kriegt man am 7. Tag halt so einen Belohnungsbeutel. Das mache ich eigentlich nebenbei, so interessiert mich nicht sonderlich. So, ich glaube, das habe ich hier soweit erklärt. Hier sind halt die Kisten, die man auch noch aufwerten kann. Wir können ja mal eine verbessern.
Verbessern für 462, das mache ich jetzt einfach mal. Und in 59 Sekunden habe ich halt zwei Platz mehr. Das heißt, er würde hier 74 stehen insgesamt. So, jetzt gehe ich mal zur Taverne. Ach, hier, guck mal, ich habe schon was verkauft. So, einen Helm habe ich verkauft. Jetzt habe ich noch 7 im Angebot. Und ja, dann kommt demnächst hier rechts. Hier kann man es auch noch weiter, also noch erweitern. Habe ich gerade aber auch alles nicht kohletechnisch parat hier. Aber man verdient relativ schnell. Gerade so die höheren Gegenstände, die bringen dann schon so 700 Gold. Und später wahrscheinlich auch ein paar tausend.